Holmes, da sind Sie ja endlich. Kate ist verschwunden. Was? Sie ging zum Unterricht, aber die Lehrerin sagte, sie sei nicht erschienen. Mrs. Hudson! Sie ist los, um die Leute in der Gegend zu fragen. Abgeschlossen. Kate! Hier! Kate! Sie hat hier etwas geschrieben. Sie nahm ihr Tagebuch mit. Was war hier los? Was will sie nur mit ihrem Koffer? Warum steht der Schrank offen? Sie hat ihre Lieblingskleider mitgenommen. Kate hat gepackt und ist gegangen. Ich verstehe es nicht. Was war das? Das Geräusch kam aus Alice' Wohnung. Alice! Meine Tochter! Ihre Tochter? Sie haben keine Tochter, Mr. Holmes. Mein Gott! Was haben Sie meiner Tochter angetan? Was Ihnen nie gelang, Sie glücklich gemacht. Es ist mir egal, was Sie denken. Wo ist Kate? Sie narr! Sie nützen ihr nichts. Warum die Mühe? Oh. Holmes, aufhören! Ich werde sie zwingen. Nicht nötig. Nutzen Sie Ihre Fähigkeiten. Ich kümmere mich um Sie. Bei meinem letzten Besuch sah es hier irgendwie anders aus. Es fehlt hier irgendetwas. Meine Auswahl ist nicht richtig. Nein, meine Auswahl ist nicht richtig.
Das Porträt von Alice Vater, William Hamilton und einige Sachen, die für eine Seance nötig sind, fehlen. Das war es, was ich oben gehört habe. Führt zum Friedhof. Watson, behalten Sie sie im Auge. Kate! Bist du hier? Kate, was hat sie dir angetan? Vier anderen. Gehe zum alten Friedhof. Dickhäuter Feind. Kates Tagebuch. Meinem armen Kind das alles zumutet. Verfluchtes Biest! Opfer von Blei. Gelehrter der Wege. In der Mitte von. Alice hat dieses Buch für das Ritual hierher gebracht. Diese Kerzen brennen schon seit fast 3 Stunden. Hier wurde der Vater von Alice bestattet. Und finde die Gruft. Kates Koffer! Warum hat sie ihn hier gelassen? Buddelnder Riese. Diese Wörter bilden alle einen einzigen Hinweis. Das ist Alice Vater, mumifiziert.
Das ist Alice' Vater. Mumifiziert. Madame Destiny. Eine Karte der britischen Flüsse. Eine Laterne. Alice bewahrt die Sachen ihres Vaters hier auf. Selbst die Truhe von seinem Boot. Hier schläft Alice. Alice ist nicht nur seltsam, sie ist geisteskrank. Hoffentlich hat Kate das nicht gesehen. Diese Hexe Alice hat meine Tochter weitergeführt. Sie sind diesem Hinweis hier gefolgt und sind zum alten Friedhof gegangen. Halte durch, Kate. Ich muss mich an die Details über die Personen erinnern, die hier auf dem Friedhof alle ausgewählten Personen stimmen.
Nicht alle ausgewählten Personen stimmen. Nicht alle ausgewählten Personen stimmen. Nicht alle ausgewählten Personen stimmen. Nicht alle ausgewählten Personen stimmen. Nicht alle ausgewählten Personen stimmen.
Nicht alle ausgewählten Personen stimmen. Kate! Kate, mein liebes Kind. Ich weiß nicht, wann du das hier hören wirst, aber ich weiß, dass du eines Tages hier sein wirst. Mein Blut, mein Licht. Verdammt sei der Tag, da ich von dir gehen musste. Der Tod macht mir nichts aus, nur dass ich dich hier ließ, mit ihm. Holmes. Sherlock Holmes. Nun, du musst verstehen, er ist dein ärgster Feind. Doch da er sich so gerne hinter der Maske seiner scheinbaren Moral versteckt, würde er dich nie töten. Holmes, Holmes, Holmes. Er hat dich sicher niemals verstanden und das tut mir sehr leid. Ich hoffe, du weintest nicht so oft, weil du ihn zum Vater hattest. Womöglich hat er wegen dir geweint. Sei bitte nicht betrübt, mein Kind. Ich starb durch ihn. Aber jetzt kennst du endlich die Wahrheit. Du bist meine Tochter. Du musst ab jetzt mein Werk fortführen. Folge meinem Weg und werde die Herrin des Bösen. Meine Kate, mein Fleisch. Vor den Augen von Holmes und der ganzen Welt. Kate Moriarty ist endlich da. Moriarty. Sie, Kate. Oh nein. Jetzt weiß sie alles. Aber warum musste sie es so erfahren? Die Dynamik eines Asteroiden. Ein Buch von Professor James Moriarty. Ein äußerst präzise angefertigter Metallstern. Die junge Kate und ihr Vater. Das ist eines von Kates Haarbändern. Kate traf ihren echten Vater. Ich muss Alice finden. Diesmal bringe ich sie zum Reden. Professor James Moriarty. Weil ich für ihn nicht innehielt, da hielt der Tod nun an für mich. Wir beide dann in seiner Kutsch und neben uns was ewiglich. Von der anderen Seite blockiert. Was? Alice! Akzeptieren Sie Ihren Tod. Aufmachen! Lassen Sie sie gehen! Kommen Sie zurück! Kühlen Kopf bewahren, Sherlock. Nur so kommst du hier wieder raus. Das muss eine Art Astronomie-Rätsel von Moriarty sein.
Halte durch, Kate. Ich komme. Watson! Holmes, sie ist mir entkommen. Wohin ist sie gegangen? Wohin? Ich weiß es nicht. Sie sagte, dass sie eine Dame sehen muss. Eine Mrs. Destiny? Madam Destiny, das ist ein Boot. Was? Da drüben, Watson! Sie hat Kate entführt! Nicht zu glauben. Sie ist wahnsinnig. Sie hat einen Raum für ihren toten Vater. Und Kate ist jetzt bei ihr! Ich habe nur gelogen, weil ich dich beschützen wollte. Du bist noch so jung. Mein Gott, frag Watson. Mein Leben lang wurde ich belogen. Wissen Sie, wie sich das anfühlt? Du bist Kate Holmes. Und ein Holmes gibt niemals auf. Das weiß ich. Lord Marsh tötete, der sowieso an Tuberkulose gestorben wäre. In der Welt von Verbrechern kommt sowas vor. Ich habe dich anders erzogen. Du hast mich weggeschickt. Wenn ich da bin, streiten wir nur. Du schämst dich wegen mir. Nein, es ist meine Schuld. Ich bin zu ungeduldig. Mein Vater war ganz genauso. Man kann dem Schicksal nicht entkommen. Die Rusko-Bande konnte es nicht. Holmes konnte ihren Mörder nicht entlarven. Der Tod war ihr Schicksal. Kate, hör nicht auf sie. Und Holmes wird auch getötet. Ich habe es vorhergesehen. Vielleicht werde ich getötet. Das ist mein Risiko. Aber mein Beruf hilft, andere Leben zu retten. Wirklich? Und Marley? Und Percy Fleming? Sie retten Leben? Nein! Sie nehmen sie! Du kannst mich auch nicht retten!
Kate, du bist sicher bei mir. Ich beschütze dich, du bedeutest mir alles. Wie kannst du ihm trauen? Er hat deinen Vater umgebracht. Wie konntest du ihn nur töten? Es hieß entweder er oder ich. Ich hatte keine Wahl, Kate. Siehst du? Alles vorherbestimmt. Denk an die Zeichen. Unser Treffen, die Zeremonie. Kate, nein, wie kann das plötzlich mehr für dich bedeuten als deine Kindheit? Siehst du, es ist Zeit. Auf ins nächste Leben. Nein, Kate, sie will das Boot versenken und dich töten. Sie wusste, dass du zögern würdest. Das ist mir egal. Ich gehöre nirgendwo hin. Nein, Kate, ich will dich nicht verlieren. Ich liebe dich. Vater! Ich weiß nicht, was ich mache. Hilf mir! Oh Gott! Geht es dir gut? Sie war die Tochter des Teufels. Hierher! Schnell! Das Boot geht unter! Vater, es tut mir leid. Mir auch, Kate.